Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist sicherlich richtig, dass niemand von uns hier im Hause irgendwie hinnehmen kann, will oder auch nur fahrlässig würde, hinnehmen würde, dass Korruption die Tür geöffnet wird oder sie nicht bekämpft wird. Da sind wir uns völlig einig. Und wir sind uns auch einig, dass jede Struktur zur Korruptionsbekämpfung, so gut sie auch sein mag, eine hundertprozentige Sicherheit nicht geben kann. Und deswegen muss sie auch regelmäßig überprüft werden. Wir reden hier aber um den Flughafen. Und da möchte ich daran erinnern, am Anfang, als die Welt noch fast in Ordnung war, da legten wir besonderen Wert darauf, solche Strukturen zu schaffen, die Korruption zu verhindern beitragen sollten. Eben gerade bei dem Vergabeverfahren. Und man mag es bis heute noch bestaunen, wie ich es auch tue, an den Vergabeverfahren ist dieser Flughafen nicht gescheitert. Da gab es auch ab und zu mal eine Vergabebeschwerde. Es gab wohl auch zwei Prozesse, aber die Vergaben, die ursprünglichen Vergaben, sind sauber gelaufen. Was wir jetzt haben, ist ein anderer Fall, ein anderer Zustand. Und da wollen wir uns doch noch mal dem Flughafen tatsächlich widmen. Ja, der Zustand auf der Baustelle war sicherlich 2011 und 2012 nicht mehr als geordnet zu bezeichnen. Was dort herrschte und was die ehemalige Geschäftsführung weder erkennen wollte, noch dafür die Verantwortung übernehmen will, bis heute nicht übernehmen will, das war das Chaos, das schließlich zur kurzfristigen Absage der Eröffnung führte. Und dieses Chaos betraf sicherlich nicht nur die Bauabläufe und die Baustelle selbst, sondern ganz massiv auch die Rechnungslegung und die Abrechnung von Leistungen. Es wurde berichtet im Ausschuss, dass Aufträge mündlich erteilt worden sind. Es wurden Leute auf die Baustelle geholt, die aber gar nicht arbeiten konnten, da dort, wo sie was bauen sollten, noch andere bauten. Dafür gab es allerdings Beschleunigungsgelder. Und was dann tatsächlich gebaut wurde, wurde auch nicht ordentlich dokumentiert. Es ist das Beispiel zu nennen, dass ein Hydrant installiert wurde, aber anschließend festgestellt wurde, dass er mitten auf der Straße stand. Also musste er wieder weggenommen werden. Die Flughafengesellschaft bediente sich sehr gern der sogenannten Anordnung von Leistungen in ihrer Hilflosigkeit, den Bau zu beschleunigen. Und das heißt, die Firmen wurden beauftragt, etwas zu tun und die Abrechnung wurde auf später vertagt. Ganz schlimm wurde diese Art der Auftragserteilung und Rechnungsanbahnung, möchte ich es mal nennen, nach der Eröffnungsabsage. Da wurden die bis dahin geltenden Werkverträge, wonach Firmen verpflichtet waren, einen bestimmten Werkauftrag fertigzustellen, der dann auch konkret und korrekt abgerechnet werden konnte, in Dienstleistungsverträge umgewandelt, also in Verträge, die nach Zeit bezahlt wurden und nicht nach Qualität und Umfang der Leistung. Die Bauüberwachung war mit der Kündigung der PGBBI teilweise weg. Aufgabe der Bauüberwachung war es jedoch auch, die Prüfung der Nachträge vorzunehmen, die von den Firmen eingereicht wurden und von der FBB bezahlt werden sollten. Die Firmen waren dabei in einer sehr komfortablen Situation. Sie drohten, wird nicht bezahlt, ziehen wir unsere Leute von der Baustelle ab. Und das wirkte offensichtlich ganz massiv auf die Flughafengesellschaft. Das war auch nach Aussage im Untersuchungsausschuss der Hintergrund für die Vorauszahlung an die Firmen Imtec und Imca, die in den letzten Tagen ja durch die Presse gingen. Dass tatsächlich Leistungen bezahlt wurden, die gar nicht erbracht wurden, wurde von Herrn Ammann bestritten. Nur die Höhe der abgerechneten Leistung sei strittig gewesen und nicht geprüft. Dass da vieles nicht ausreichend geprüft wurde, ist offenbar. Dass da vieles nicht mal geprüft werden konnte und auch im Nachhinein nicht geprüft werden kann, wie Herr Ammann im Untersuchungsausschuss einräumen musste, das ist ein Riesenskandal. Es kann deshalb nicht geprüft werden. Es kann deshalb nicht geprüft werden, weil eben die Aufgabenbeschreibung an die Firmen unklar war, zum Teil, weil schon die Auftragserteilung gar nicht dokumentiert war, nicht verhandelt wurde, deshalb auch nicht im Preis festgelegt wurde, dass tatsächliche Leistungen, die tatsächlichen Leistungen wurden dann auch nur mangelhaft
oder gar nicht dokumentiert, bezahlt werden sollte trotzdem, zu Recht bleibt ein Fragezeichen. Und diese Zustände waren sicherlich auch in der Bauszene bekannt. Und diese Zustände waren das weit geöffnete Scheunentor, durch das möglicherweise Glücksritter und böse Menschen in schlechter Absicht marschieren konnten. Und sie waren die Grundlage für das Ausnutzen des Bauchaos wie das Rechnungschaos für andere Zwecke als die Fertigstellung des BER. Und das muss überprüft werden. Dafür gibt es die Strukturen, dafür gibt es die Staatsanwaltschaft, dafür gibt es auch den Untersuchungsausschuss, dafür gibt es möglicherweise auch die Variante, dass man da Forensikteams reinschickt, und zwar in die Rechnungslegung und die Nachtragsaufbearbeitung. Das muss alles getan werden. Einen konkret nachgewiesenen Korruptionsfall haben wir im Moment noch nicht, wenn wir bei dem Beispiel Imtech bleiben. Da sind andere Leute auch dabei. Das muss aber aufgearbeitet werden. Das ist völlig unstrittig. Und deswegen werden wir uns dem Ansinnen des Antrages durchaus wohlwollend widmen. Aber wir werden daran auch mitarbeiten, im Untersuchungsausschuss weiter solche Fälle aufzudecken und dann auch die entsprechenden Verantwortlichen zu benennen und die Strukturen anzumahnen, die so etwas zuließen. Vielen Dank. Danke, Kollegin.